Sebastian, mach mal den Motor an. Ich dachte, ich nehme dich heute mal mit. Hey, aber wo? Schöner Gar. Ist aber nicht deine Butze hier, oder? Hey. Naja. Und ich dachte, ich habe ja was erreicht im Leben, ne? Und ich dachte, ich nehme dich heute mal beim Rasenmähen mit, sag mal. Was war das denn, Alter? Ja, warum bin ich hier auf... Also, es ist ja übel eng hier drauf. Naja, also ich dachte, wir teilen uns die Arbeit. Einer gibt Gas und einer lenkt. Okay, dann welcher Knopf? Der hier? Ja, drück mal. Passiert was? Ja! Oh, oder? Warm, das wird warm hier. Drückst du mal den hier? Den. Merkst du das? Riecht ei, ui, ei, ei. Haben auch die Ohrenschützer, weil es so laut ist, weißt du? Ja. Also ohne das könnt... Was? Ja, ach so, genau. Gestern. Gaspedal. Gestern? Heute. Ach so. Fahr doch mal. Guck dir doch mal nach vorne. Oh ja, ja, ja. Und dann kannst du noch schön die Schnitthöhe einstellen. Wie viel wollen wir es denn haben? Ja. Was? Ja. 7 Zentimeter, 4 Zentimeter. Mach 0, wie mein Kontostand. Seiten auf 0, sag ich immer. Oi, 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 oi. Das macht Spaß. Sag, wenn ich langsam soll, ja? Ja, aber ruhig, Rüdiger, Rüdiger, hier. Ja, oh, guck mal hier. Ich drück drauf. Ja, jetzt nicht ins Beet hier rein. Nee. Schön, schön. Jetzt alles entspannt. Ja. Es wackelt doch alles hier. Jetzt ist der Flachmann umgekehrt. Ja. Okay, ja. Linkskurve. Ja, ich kenne das Spiel. Das ist doch mein Job. Jetzt machen wir ganz entspannt. Stopp bitte. Oh. Wie sieht's denn hinter uns aus? Es ist doch... Ach, Herr Jemine. Hey, wir haben ja gar nichts gemacht. Ach, der ist gar nicht an. Messer aktivieren. Messer aktivieren. Jetzt! Oh, aber. Und jetzt mal Vollgas. Ja. Und das ist mein Job, ne? Oh, weia. Wir haben eine Blume zerstört. Ja, egal. Abbruch. Ei, ach. Ja, weiterfahren. Wem gehört denn das Grundstück hier? Ach, ich... Ist nicht so wichtig, glaube ich. Naja, und das mache ich jetzt jeden Sonntag, ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da genug Geld verdient. Doch, man verdient richtig viel Knete. Ja? Also, mit dem Rasenmähen, das Ding ist ja, es ist ein... Wir benutzen jetzt schon die falsche Schnitthöhe. Ja? Die ganze Zeit eine Warnung. Wie viel wollten Sie denn haben jetzt? Ich dachte, das ist freies Mähen hier. Ja, wir mähen einfach. Komm, 3,50 Abfahrt jetzt nochmal. Oh, oh! Hast, so. Hast du drin? So ist, ja, ich hab jetzt, so. Du hast das wieder nicht angemacht. Ja, sorry. Ja, was ich sagen wollte. Wie lange machst du denn das jetzt schon? Ach ja, sorry, ich muss ja. Ja, also wie ich schon sagte, jeden Sonntag auf der Kirmes hier. Was laber ich, auf dem Rad. Aber das benutzt die falsche Schnitthöhe. Ist egal. Mich beruhigt das, ne? Mich beruhigt das. Ich mach das jetzt seit ein paar Wochen. Ich überlasse den Motor. Ja, vielleicht sind wir zu fett. Weißt du? Die Lenkung! Naja, wie du siehst, also so lange mach ich's noch nicht, ne? Ja. Aber... Es macht schon Spaß! Ja? Es macht schon Spaß! Was war denn dein Lieblingsauftrag? Der Rasen, den ich gemäht habe. Letzte Woche war ich bei einer Family auf dem Rasen. Habe ich gemäht. Was? Du hast Met getrunken? Ich habe den Rasen gemäht. Und weißt du, was ich da gesehen habe? Leute in Anzügen, die durch das Haus gelaufen sind. Und die hatten Koffer in der Hand. Nee. Das war bei Familie Müller. Bei den Müllers? Ja, ja. Das sind die gleichen... Müllers, bei denen ich damals Probleme hatte, weißt du das noch? Ach, 2016. Genau, als ich den Computer da abgeholt habe. Ja, ja, Familie Müller. Wo du damals den Virus hattest. Wo ich dir noch gesagt habe, lad das nicht runter. Und was machst du? Und dann habe ich es runtergeladen. Und da habe ich dann gesehen... Du hattest mir eben was erzählt bezüglich... Ja! Du hattest mir gerade was erzählt bezüglich der Familie Müller. Ja. Und den Anzugleuten. Auf jeden Fall haben die einen Anzug angehabt. Es waren fremde Leute bei Familie Müllers im Haus. Kannst du das glauben? Aber woher weißt du das? Ich kannte die nicht. Ach so. Okay. Ja, dann auf einmal haben die angefangen zu schreien. Nee. Doch. Nee. Doch. Nein. Im Grunde genommen ging es dann los, ne? Mit der Zankerei. Deswegen muss ich ja. Auf jeden Fall hat Herr Müller dann auch ganz böse geguckt. Da habe ich mich gefragt, auf was ist hier denn los? Dann hat sich wohl rausgestellt, dass sie da Marihu verkaufen oder so. Marihu? Ja. Was ist Marihu? Naja, das, was wir hier abmähen, heißt ja Gras. Ja. Es ist ja ein Rasen. Ja. Also Gras. Aber nicht Marihu. Das ist ja Grasen hier. Drogen? Rauschgift. Ach so! Ja! Aber die Frau Müller doch nicht. Doch, doch. Rauschgift, Kiffgras Nein. haben die gekauft. Doch, Nein. doch. Nein. Ja. Also wenn ich mal in so einer Situation bin, ja. bei der Familie Müller,
Ja. Dann würde ich die Polizei rufen, glaube ich. Ja, aber ich dachte, wenn ich jetzt was mache, am Ende des Tages kriege ich mein Geld nicht, ne? Und dann war ja am Sonntagabend noch die Kneipentour mit bei der Familie Müller. Im Garten. Oh. Wo waren wir? Bei dem Geld von Familie Müller. Weil die müssen es ja auch richtig fett haben. Haha, wenn ich die jetzt nicht anrufe von der Polizei, die Leute, ne? Ja. Die Polizei kann man ja jederzeit anrufen. Ja. Weißt du ja, ne? Natürlich. Ich weiß das doch. Ich war doch auch mal in der Schule. Ich habe ja auch mal Polizeieinsatz geleitet. Echt? Hast du einen Also das Gameplay ist halt überragend, ne? Ich war in der Bar... Es wächst ja nach, ist jetzt zum Glück eine Pflanze. Also, ja. Pass auf, ich bin schwarz gefahren. Ja. Im Regio. Ja. Nach Nauen. 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 Haben sie mich erwischt. Wirklich? Haben sie mich rausgeholt, haben gesagt... Einkassiert. Sie haben keine Fahrkarte, habe ich gesagt, ja. Hast du ein Bild von deiner Karte? Und dann habe ich eine Strafe bekommen, eine Geldstrafe. Ja, ja, ja. Ja, und wie hast du bezahlt auch, oder? Mit Visa. Wie sieht's eigentlich mit deinem Alkoholproblem aus? Ja, man kümmert sich ja um seine Probleme, ne? Ich bin für dich da. Und dem Problem geht's wirklich gut, also das gedeiht. Aber warte, das ist doch negativ. Na, weiß ich nicht. Ach so. Ist Ansichtssache. Und wie viel musstest du bezahlen? Mit Visa. Ach so, hast schon gesagt, ne? Aber wie viel? Mit Visa. Ich würde mal ganz kurz im Haus fragen, ob ich auf die Toilette darf, ja? Ja, okay, ja. Kommst aber wieder, ne? Ja. Hallo! Gib dich einmal in! Nein, ich muss groß! Rohos! Oh. Ach, f*** sie sich! In ihren Scheiß... Ja, wollten sie nicht. Die haben gesagt, runter von meinem Grundstück. Echt? Aber wir arbeiten doch hier. Ich glaube, das wissen die nicht. Wo waren wir stehen geblieben? Du warst bei der Polizei. Ich war bei der Polizei. Du hast mit der Visa bezahlt. Oh, 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 oh. Was ist jetzt passiert? Schnitthöhe falsch? Besser. Ja. Ah, ich war bei der Polizei. Ich war bei der Polizei. Ja. 2000 Euro hat sich die Sache auch gehabt, so. Mit der Visa, ne? Ja. Schön, schön, schön. Stell dir mal vor, da vorne heiraten. Du mit der Uselinde. Wo kennst du die eigentlich her, die Usi? Die Uselinde habe ich letzten Sonntag kennengelernt. Und die Uselinde hat einen Anzug angehabt. Mit einem Koffer machen. Nee. Ja. Du die Anzug ey. Jedenfalls habe ich dann gesehen, oh, hier rauscht Kiffgras, ne? Ja. Und dann habe ich mal an der Scheibe geklopft, so wie du eben. Ja. Mach mal bitte den Motor aus. Machst du schön. Oh, hörst du das? Jetzt hört man die Natur. Ich habe auch das Gefühl, manchmal verdrängt das Geräusch vom Motor die Natur nach hinten. Da geht doch jemand da hinten. Da geht doch jemand. Da hinten. Hinterm Zaun, da geht doch jemand. Hast du gesehen? Wenn man da mit dem Auto zu schnell fährt, dann auf und vor allem Glatteis. Alles gut? Du wolltest mir was erzählen. Das ist mir wieder eingefallen. Rauschgift, Kiffgras. Ja, das wollte ich mal kurz anhalten. Also, was ich sagen wollte. Ja. Wo wir dabei sind. Erzähl. 99% der Bakterien, spezielle Viren und spezielle Pilze kannst du da. Oh, lecker. Und da kannst du dein Handy mit einsprühen und deine Tür klinken. Naja. Lecker, Drogen. Lecker Pilze. Naja, und dann habe ich geklopft. Und deswegen wollte ich... Und Familie Müller, also Frau Müller und Herr Müller, die waren da drin. Und auch die mit den Anzügen. Und da war Uselinde. Und ich klopfe und sage, ey, ey. Mhm. Was macht ihr da? Ich habe aber auch versucht, mich so ein bisschen zu verstellen, verstehst du? Mit dem ich nicht sofort erkenne. Und dann habe ich eine Rolle eingenommen. Ich würde es einmal demonstrieren. Akzent reingebracht, weißt du? Genial. Vom Reden her. Genial. Ein bisschen erzählt. Ey, du dir hier Rauschgift, Kiffgras verkaufen, oh was? Was ist dein Problem, haben die gesagt. Hm. Aber andere Aussprache. Ja, und dann wollten die mich boxen. Und die Uselinde hat dann zugeschlagen. Die hat sich direkt meine Nummer geholt. Warte, die hat dich geschlagen? Nein, sie hat zugeschlagen. Lösung, bitte. Ende vom Lied. Uselinde hat sich meine Nummer gesnackt. Dann habe ich den, Das sind irgendwelche Sachen locker. Beim... Ich fix das. Erzähl. Also, ich hab... Sag mal, ist dein Hemd falsch rum an? Ja, jetzt wo du es sagst. Naja, ich fahr das hier mal zu Ende, wa? Wie falsche Schnitthöhe, Digga? Naja, lange Rede, gar keinen Sinn, ne? Hat sie jetzt schon mal sich gemeldet nach einer Zeit dann jetzt, oder? Also sie nicht,
Ja. Aber seitdem kommen ganz viele Anrufe bei mir an, ne? Ach so. Meistens auch Männer rufen mich an und sagen Sachen zu mir. Oh. Festnetz? Festnetz. Warum nee, Handy. Du denn? Handy. Ach so. Hat doch keiner mehr Festnetz heutzutage. Ich hab Festnetz. 20, wie ist denn deine Nummer? 0175. Was ist eine Handynummer? Ja. 05139. Nee, 030. Nee, 05139. 030. 98364. Nee, Berlin ist 030. Ach so. Ja. Ach, deshalb geht meins nicht. Ja. Ich guck ja gern eins live. Voll in die Blumen gefahren. So eine, da kannst du Spiele mitspielen, ja. Meistens Rätsel. Ah, Jürgen, du bist mein großer Bruder, ich war immer da. Mein großer Bruder, schönes Leben, großer Bruder. Das kommt mir gerade nicht bekannt vor. Aber Jürgen. Von der Lippe. Der ist tot. Nein. Jürgen. Niemals. Doch, doch. Nee. Oh, ich hab den mit Dirk Bach verwechselt. Ja, Dirk Bach ist ja schon sehr lange verstorben. Ja. Aber doch nicht mein Jürgi. Nein. Oder? Und der macht wirklich super mega Gewinnspiele. Und da habe ich mal versucht anzurufen. Ja. Mit meinem Festnetztelefon. Ja. Ich frag mich. Musst du kotzen? Ich hab's jetzt echt das in einer Sendung locker an die 200 Mal versucht. Mhm. Aber ja. Nie geht da jemand ran. Ich frage immer, hä, aber ich, weil ich rufe an, will meinen Preis so gewinnen im Prinzip. Und dann sagen die halt so, ja, sie sind... Steht dir ja auch zu, ne, der Preis. Naja, weil ich wusste schon zweimal die Antwort. Ja, und dann, finde ich, solltest du auch das gewinnen. Ja. Also erstmal ist wichtig, du zahlst immer 50% pro Anruf. Ja. Oder nicht? Kann sein. So, und wie viel Geld hast du? Würde schon sagen, 2 bis 3 Euro. Ja, und stell mal vor, davon 50% jedes Mal. Das ist... Immer die Hälfte. 50. Ey, das sind 1,75 Euro immerhin. Bei 3 Euro. Falsch. 1,45. Ach so, ja, bei Hälfte. Na, logisch. Ja. Ja, sorry. Erzähl kurz zu Ende. Hast du jetzt gewonnen? Nein. Nee. Weil die Stimme hat genau. Nein gesagt. Wie, und 200 Mal hast du angerufen. Ja. Oh Mann. Die Familie Müller, die hat gesagt, ich soll mich nie wieder blicken lassen. Dann haben die gesagt, ich soll zusehen, dass ich Land gewinne. Wie sollst du denn Land gewinnen? Ist doch alles so. Schon aufgeteilt. So, pass auf. Das hier ist eine Weltkarte, ne? Ja. Wenn man hier mal guckt, hier sind ganz viele Grenzen schon eingezeichnet. Deshalb verstehe ich das nicht, wenn jetzt jemand sagt, geh Land gewinnen. Vor allem, wie gewinnt man? Du hast ja gesagt, bei deiner Show gibt es ganz tolle Gewinne. Kann man da vielleicht ein Land gewinnen? Weil manchmal heißt es ja auch, nennen sie uns ein Land mit D. Und vielleicht gewinnt man das dann. Es gibt ja auch ganz viele kleine Länder. Ich glaube, es gibt locker 80 Länder. Mindestens. Ich war total verwirrt, ne? Der Tag hat ja auch nur 24 Stunden. So, und dann habe ich gedacht, boah, nee, das wird mir zu viel. Ja. Bitte geben Sie mir einfach mein Geld. Und dann haben die gesagt, einen Scheiß kriegst du. Ich wollte doch Geld. Das ist so scheiße, das ganze Video ist so scheiße. Ja, verständlich. Wer will schon Scheiße? Genau. Ich muss nicht. Kacken. Ich auch. Wollen wir gleich zusammen? Ich würde jetzt Feierabend machen hier. 94%. Geht das schon? Ja, guck mal hier. Stopp! 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 Oh. Ah. Ja. Hast du einen Tipp, was ich Osi vielleicht mal schreiben kann? Hey, Punkt, Punkt, Punkt. Dann das Rosen. Was hast du gesagt? Hast du nicht aufgepasst? Ach so. Ja, ist auch egal. Du. Sebastian. Ja. Schön, dass du dabei warst. Lass uns doch gerne nochmal einen neuen... Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich wechsle den Job. Aber schlag vielleicht ja mal was vor. Ja. Und... Weißt du, was ich mir vorstellen könnte als Beruf? Oh, Mann. Tänzer. Thank you.